Hallo und herzlich willkommen hier zurück. 19 Uhr, wie immer. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Oh Mann. Ja. Jetzt habe ich ernsthaft gerade Audacity nicht gestartet gehabt. Blablabla. Und jetzt musste ich die ganze Folge nachsynchronisieren. Oh mein Gott. Ich habe kurz überlegt, spiele ich das jetzt alles nochmal? Aber ich habe ja gar nicht den Ladestand mehr, den Speicherstand. Ich habe ja vorher noch gespeichert. Oh Mann, ey. Wir befinden uns heute auf einer erhöhten Gefahreneindämmungsstufe. Das nervt mich richtig. Ich meine, da waren echt ein, zwei Momente echt dabei, wo ich so ein bisschen auch zusammengezuckt bin. Und einen ganz kurzen Medikit nehmen. Und dann sowas, ey. Ohne Spaß. Ah, gedrückt halten heißt, ich lad alles nach. Gut, jetzt möchte ich noch ein Medikit nehmen. So. Und jetzt werde ich mal so eine Rauchgranate ausprobieren. Huch. Wie werfe ich die denn? Rechte Maustaste? Ah. Ach du Kacke. Achso, ja, eine Rauchgranate ist explodiert, aber, boah, warum auch mal investigieren? Nur, erstmal weggehen. Gehen jetzt alle weg? Okay, ich glaube, das sind zwei Leute. Ja, zwei Leute hatten uns in der letzten Folge entdeckt. Oh Mann, das stört mich richtig. Das mit dem Nachsynchronisieren. Oh, guck mal, da kommt schon wieder Sabber von der Decke. Oh. So schnell kann das gehen. Da haben wir unseren ersten Alien-Kontakt und sind einfach mal tot. Ich wusste doch, dass es aber ist. Mann! Ich wollte einfach mal nachlucken. Der aktuelle Speicherstand, ja. Oh Mann! Das ist ja jetzt voll doof. Sind wir wieder hier? Mann, es war zu offensichtlich. Ich war aber neugierig. Mann, können wir immerhin nachladen. Oh, haben noch die Rauchgranate, die ja super funktioniert hat. So. Wissen jetzt, dass hier erstmal nichts abgeht. Gott, der piept aber ganz schön heftig gerade. Und das sieht so aus, als ob der wegrennt, der Droide. Androide, ich sag mal Droide. Zu viel Star Wars. So. Aber jetzt zum Beispiel ist... Doch, da, seht ihr? Sabber von der Decke. Ich bin überrascht, dass das Alien nicht rauskommt. Ich meine, da sind Droiden. Kommt, Leute, YOLO, ich versuche jetzt was. Hm. Da kommt noch einer. Irgendwie finden die Rauchgranaten... Oh, bin ich gegen das Mikro gekommen. Irgendwie finden die Rauchgranaten nicht so spannend. Hört ihr das? Da oben. Man hört das Alien echt.
Oh, bitte nicht. Oh Gott. Der sieht uns doch. Er kommt gar nicht so weit. Und diesmal müssen wir aufpassen, dass der uns nicht das Fenster sieht. Ich hoffe jetzt einmal mal, sein Kollege ist jetzt hier nicht. Aber sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Sivastolink. Erstmal Sivastolink. Oh, das ist immer so ein kleiner Zwischenstopp, so in meiner gedrückten Stimmung. Ich meine, für euch ist es, glaube ich, gar nicht so gruselig beim Zugucken, aber... Naja, Anrufregister Vormittag. Was ist da oben los? Ich habe auf einen Anruf gewartet und Apollo, bitte warten, der Anruf wird umgeleitet. Ach so. Okay. Ich wollte scrollen. Geht das nicht? Na gut. Hallo, mein Hiwi-Android verhält sich seltsam. Er hört auf keine meiner Anweisungen. Apollo, bitte warten, ihr Anruf wird umgeleitet. Ich brauche Hilfe, ich bin in einer Wohnung gefangen. Draußen steht ein Android und... Apollo, bitte warten. Okay, Verbinden Sie sich mit dem Büro des Marshall. Es ist ein Notfall. Hier raubt jemand mein Leben. Laden aus. Ich... Apollo leitet wieder um. Er ist weg. Es ist... Es hat ihn getötet. Ich glaube, es ist noch immer hier. Ah, da ging es ums Alien. So, Audiodatei hat einen Fehler. Und Zubehör macht nichts. Das war ja jetzt ein doofer Sebastolink. Habe ich auch richtig scheiße vorgelesen. Tut mir leid. Naja. Okay. Gucken wir mal, was die Verkabelung so kann. Wie viele Räume sind es? Eins, zwei, drei. Drei Räume, glaube ich. Rezeption wollen wir auf jeden Fall. Wieso kann ich da nichts? Egal. Luftreinigung ja, Lautsprecher können wir auch mal aktivieren. Beleuchtung bleibt aus. Lautsprecher können wir mal aktivieren. Beleuchtung bleibt wie gesagt aus. Oh. Beim anderen konnten wir ja jetzt nichts machen, ne? Ne, das Rezeption ist irgendwie... Weiß nicht, kann man nicht von hier zugreifen oder ist kaputt oder so? Oder? Oh Gott, ey. Schicht im Schacht. Okay. Wieso? Die denken die ganze Zeit, hier ist was. Die Droiden. Man sieht sie an dem Untertitel. Okay, wir hören zwar nichts, aber Untertitel sagen. Okay, da draußen ist einer. Mal auf die Map schauen. Seeks and Communication. Wie kann ich denn zur Map? Da. Flüchten Sie. Soll ich da jetzt rausgehen? Ja. Okay. Okay. Habt ihr es gesehen? Da hinten ist irgendwas. Und da ist ein Schacht, den man aufmachen kann. Nope, 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 nope. Ach lol. Wo sind wir denn? Ich muss echt gerade mal auf die Map gucken. Kamen wir da jetzt nicht her? Müssen wir... Wir können durch den Schacht da vorne.
Ah, hier geht's auch lang, gut. Okay, da ist einer. Das sieht so creepy aus, ne, mit diesen roten Augen. Ich muss die ablenken. Haben wir EMP jetzt? Warte mal, wir können noch EMP-Minen legen. So. Oh weh, der kommt jetzt hier hin. Oh, hör doch auf. Oh, hör doch auf. Der kam hierher. Glück gehabt, ey. Und ich glaube, jetzt lege ich hier eine EMP-Mine. Ja, der guckt immer noch hierher. Ich lege jetzt hier eine EMP-Mine. Komm, das probieren wir jetzt mal aus. Alter. Man hört schon wieder das Alien. Ernsthaft? Ernsthaft? Was war denn das für eine Mine? Nothing to do hier. Oh man. Das war ja jetzt schon wieder richtig scheiße. Oh Gott. Jetzt muss ich einfach rennen. Einfach rennen und hier rein, zack. Boah, die Druiden sind richtig nervig, echt. Und ich dachte, ja, EMP-Mine, ne? Die legst du und wirfst sie nicht. Das ist eine EMP-Granate. Mann. Na gut. Na gut. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Ob hier immer noch alles Androiden verseucht ist. Ich glaube aber nicht. Also, außer die sind natürlich jetzt hier Fahrstuhl gefahren und sind jetzt überall auf der Station plötzlich. Nehmen Sie den Transit. Alter, habt ihr das gehört? Alter. Hier ist irgendwas. Oben ist irgendwas. Und hier ist. Oh Gott. Oh Gott. Wo krabbelt es denn lang? In den Schächten noch? Ist es schon draußen? Ich weiß es nicht. Irgendwas ist hier. Kann ich hier durch? Was? Irgendwas ist hinter uns. Wo zeigt das Quest-Symbol hin? Habe ich vergessen, wohin wir sollten. Scheiße, ohne Spaß. Sigmet. Was? Alte Stelle für Six und Communication Technology, technischer Supportdienst und Gemini Exoplanet Solutions. Alter.
Hey, die kennen wir doch. Das sind die Netten. Oh, komm, da gehen wir raus. Hey, Leute. Hallo. Shit, ich fühle mich elend. Warum rennen die? Hallo. Leute. Was ist denn los? Die Frage ist, rennen die jetzt von mir weg? Ich weiß es nicht. Und guck mal, hier waren wir doch. Aber jetzt gehen wir hier. Ach, da kommen die doch her. Oder sind die nicht gerade hier mitgekommen? Ich meine ja. Die sollten nicht hier sein. Mhm. Das ist sehr richtig. Huh. Boah. Krass. Na, kommt jetzt eine kleine Katze. Gehen Sie zu Samuels und Taylor. Warte mal, Samuels und Taylor? Ich dachte, das wären unsere Leute. Ach, die sind auch auf dem Schiff. Ich dachte, auf der Torrance. Ach, Mann. Oh. Haltestelle für San Cristobal Krankenstation und Sixon Synthetics. Taylor. Ripley? Ist das Ripley? Ja. Oh mein Gott. Ruhen Sie sich aus, Taylor. Wie geht es ihr? Sie muss versorgt werden. Die Krankenstation ist in der Nähe, aber ich wollte sie nicht alleine lassen. Ich werde nachsehen. Mal sehen, was sich finden lässt. Sie bleiben bei ihr. Ich werde versuchen, den Funkverstärker zu reparieren. Was, wenn diese Kreatur... Dann versteck dich in dem Schrank hier vorne. Verstecken. Unbefugter Sicherheitsverstoß registriert. Transitsystem auf Anweisung Apollos abgeschaltet. What the hell? Ach du Scheiße. Durchhalten, Taylor. Ripley sucht nach Hilfe. Ich sag mal so, immerhin können wir jetzt nicht dieses Transitsystem die ganze Zeit nutzen und uns verlaufen. Ist mir ja schon passiert. Na gut, aber ich werde jetzt hier einen Cut machen an der Stelle. Ist hier nicht eine Speicherstation irgendwo? Ja, da hinten. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ripley. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, ne? Man sieht sich morgen um 19 Uhr, wie gewohnt, ne? Haut rein, Leute. Tschüss.